Hier sehen wir die Volunteers beim Arbeiten. Nein, nach dem Arbeiten natürlich. Ja. Hier, wen haben wir denn hier? Stell dich mal vor. Ich bin die Jeanette. Und woher kommst du? Aus Wien. Schön. Das ist die coole Stadt in Österreich. Und erzähl mir mal, was ist dein Projekt? Was machst du so? Ich bin im Red Cross Hospital. Mhm. Das ist hier um die Ecke, mehr oder weniger. Und das ist voll cool, weil wir spielen mit den Kindern, reden mit denen und unterstützen sie. Und ja. Und da gibt es verschiedene Stationen, oder? Ja. Erzähl mir mal was über die Station. Stationen, also mit kleinen Babys, Kindern, die schwer atmen können oder die Transplantationen brauchen oder hinter sich haben. Eine Kinderkrebsstation, eine neurologische Station. Aber schön, wie du Und noch eine ganz besondere Station, die es bei uns in Deutschland nicht gibt, oder? Ja, voll. Die, wo die Kinder Verbrennungen haben und so. Also ganz viele Verbrennungen im Körper haben. Genau, warum haben die denn Verbrennungen? Weil die Kinder oft alleine gelassen werden, alleine zu Hause kochen, das Haus abfackelt und die Kinder auch abfackeln. Okay, super. Und wie lange bist du jetzt schon hier? Seit Samstag. Also eigentlich erst zwei Tage, ha? Zwei Tagen voll. Okay, super. Dann guck ich mal weiter. Wen haben wir denn hier? Ich bin Jonas. Jonas, ich sehe dich gar nicht, weil du blendest mich, ha? Nein, sorry. So, erzähl mal, woher kommst du? Aus dem Pott. Ja, aus dem Pott, aus Dortmund. In der Nähe von Dortmund. In okay, und du bist mit deinem Freund hier, richtig? Genau. Ein Freund hier. Und du warst heute den ersten Tag bei deinem Projekt. Ah, genau. Erzähl mir mal über dein Projekt. In der Blindenschule waren wir. Wir haben heute so Dacharbeit gemacht und ja, ich dachte, ich mache mal einen guten Eindruck, ziehe mir nette Sachen an so. Und dann waren wir heute direkt streichen und dann sind die Sachen jetzt hin. Okay, also am besten alte Sachen mitbringen, wenn man ein Projekt geht, ha? Das ist der Tipp. Genau, cool. Und hier, gucken wir mal hier aus dem Fenster, der wunderschöne Tafelberg vor uns und die Sonne geht unter. Dann film ich mal weiter, hier haben wir Jessica, richtig? Ja, hi. Jessica, und du kommst jetzt gerade von deinem Projekt von den Cheetahs, richtig? Genau, ich war jetzt 2 Monate bei Cheetah Outreach. Das ist super, 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 macht super viel Spaß. Was hast du denn da so alles gemacht? Also man gibt den Leuten Touren, das heißt, die Leute kommen dahin und dann führst du die rum und erzählst ihnen so ein bisschen, was das Projekt ist und was wir da machen und was das bedeutet. Also inwiefern die Geparden halt langsam aussterben und wie man die beschützen sollte. Und ja, dann haben wir sogenannte Encounter, das heißt, du nimmst die Leute mit rein zu den Geparden und dann können die streicheln und Bilder mit denen machen und du gehst dann halt mit und guckst, dass halt alles so richtig läuft und so. Super. Was waren denn deine Arbeitszeiten so täglich? Von 9 bis 5. Okay. Und wie lange warst du jetzt bei den Cheetahs? 8 Wochen, also 2 Monate. Okay. Und würdest du das Projekt empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich super und ich wäre auch gerne noch länger geblieben. Das ist klasse. Aber jetzt machst du ein Social Project. Okay, cool. Dankeschön, Jessica.